Erste Mondlandung. Weil die Amerikaner unbedingt als erstes auf dem Mond sein wollten, starteten sie im Jahr 1961 die erste Apollo-Mission. Apollo 1 endete aber in einer Katastrophe. Am 16. Juli 1969 wollen sie schließlich zum ersten Mal auf dem Mond landen und starten. Damit startet die Mission Apollo 11. Der Fahrstuhl der Startrampe 39A bringt sie zur Spitze der Rakete. Dann steigen sie in die Kapsel und gehen die Checkliste durch. Dann hören sie den Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Leften. Dann zischt die 2940 Tonnen schwere Rakete los. Gut drei Tage lang rauschen die Astronauten durchs All, bis die Kommandokapsel samt Mondlandefähre um den Mond kreist. Das Ziel, die Mondlandung, scheint zum Greifen nah. Der Eagle schwebt jetzt 1500 Meter über der Mondoberfläche. Die Fähre soll im Meer der Ruhe landen, einer Ebene nahe dem Mondäquator. Der Autopilot steuert jedoch direkt auf ein Geröllfeld zu, übersät mit Brocken, groß wie Autos. Neil Armstrong übernimmt die Steuerung. Sucht nach einem Landeplatz. Lange zögern darf er nicht. Der Treibstoff ist knapp. Doch nun geht im Eagle ein Alarm los. Der Computer meldet Fehler. 1202. Die Crew im Kontrollzentrum gerät ins Schwitzen. Fehler 1202 heißt, dass der Computer überlastet ist. Sie können nur hoffen, dass die Apollo 11 ohne Probleme landen kann. Dann knarzen die erlösenden Worte aus dem Funkgerät. Die Apollo 11 ist erfolgreich gelandet. Der Ruhm ist den Amerikanern sicher. Dann stellen Neil Armstrong und Edwin Buss die amerikanische Flagge auf und sammeln 22 Kilogramm Mondgesteine und als letztes stellen sie Messinstrumente auf. Nach 2,5 Stunden steigen sie wieder in die Apollo 11. Das Unglaubliche ist geschafft. Dann wird die Mondfähre abgestoßen und das Raumschiff nimmt Kurs auf die Erde auf. Der Hitzeschild des Raumschiffs brennt. Teile davon fliegen weg, bis sie schließlich 3 Fallschirme öffnen und das Raumschiff in den Pazifik segelt. Die Welt jubelt. Danke fürs Schauen bei unserem Lernfilm über die erste Mondlandung.